Betrachte einmal den folgenden Satz. Diese Aussage ist falsch. Ist er korrekt? Wenn ja, würde das die Aussage falsch machen. Aber wenn nicht, dann stimmt die Aussage wiederum. Durch den Bezug auf sich selbst erzeugt dieser Satz ein unauflösbares Paradoxon. Wenn er also weder falsch noch richtig ist, was ist er dann? Diese Frage mag wie ein albernes Gedankenexperiment klingen, aber im frühen 20. Jahrhundert brachte sie den Logiker Kurt Gödel auf eine Idee, die die Mathematik für immer verändern sollte. Gödels Entdeckung betraf die Grenzen von mathematischen Beweisen. Ein Beweis ist ein logisches Argument, das zeigt, warum eine Aussage über Zahlen wahr ist. Die Bausteine dieser Argumente werden Axiome genannt, unbestreitbare Aussagen über die beteiligten Zahlen. Jedes mathematische System, vom komplexesten Beweis bis zur einfachen Arithmetik, basiert auf Axiomen. Ist eine Aussage über Zahlen wahr, sollten Mathematiker sie mit einem axiomatischen Beweis bestätigen können. Bereits im antiken Griechenland wurden so mathematische Aussagen mit absoluter Sicherheit bewiesen oder widerlegt. Doch dank Gödel bedrohten nun seine neu entdeckten logischen Paradoxa diese Gewissheit. Prominente Mathematiker wollten unbedingt beweisen, dass die Mathematik keine Widersprüche enthält. Gödel war sich da nicht so sicher. Und er war sich noch weniger sicher, dass die Mathematik das richtige Werkzeug zur Untersuchung dieses Problems war. Während es relativ einfach ist, mit Worten ein selbstbezogenes Paradoxon zu schaffen, beziehen sich Zahlen in der Regel nicht auf sich selbst. Eine mathematische Aussage ist einfach wahr oder falsch. Aber Gödel hatte da eine Idee. Zunächst übersetzte er mathematische Aussagen und Gleichungen in Codezahlen, um komplexe mathematische Konzepte mit einer einzigen Zahl auszudrücken. Die mit diesen Zahlen formulierten mathematischen Aussagen sagten also auch etwas über die darin kodierten mathematischen Aussagen aus. So ermöglichte es die Kodierung der Mathematik, Aussagen über sich selbst zu machen. Diese Aussage lässt sich nicht beweisen, konnte er nun als Gleichung schreiben, wodurch er als erster eine selbstreferenzielle mathematische Aussage erschuf. Anders als der uneindeutige Satz, der ihn dazu inspirierte, muss eine mathematische Aussage jedoch wahr oder falsch sein. Aber was ist sie denn nun? Wenn die Aussage falsch ist, hat sie einen Beweis. Aber wenn eine mathematische Aussage einen Beweis hat, muss sie wahr sein. Dieser Widerspruch bedeutet, dass Gödels Aussage nicht falsch sein kann. Deshalb muss wahr sein, dass diese Aussage nicht bewiesen werden kann. Jedoch ist diese Feststellung noch überraschender, da wir nun eine wahre mathematische Gleichung haben, die aussagt, sie sei nicht beweisbar. Diese Erkenntnis ist der Kern des Gödelschen Unvollständigkeitssatzes, der eine völlig neue Kategorie mathematischer Aussagen begründet. Auch in Gödels Paradigma sind Aussagen entweder wahr oder falsch. Aber wahre Aussagen können innerhalb einer gegebenen Menge von Axiomen entweder beweisbar oder unbeweisbar sein. Gödel argumentierte außerdem, dass diese unbeweisbaren wahren Aussagen in jedem axiomatischen System existieren. Es ist daher unmöglich, mit Hilfe der Mathematik ein starkes, widerspruchsfreies System zu erschaffen, da es darin immer wahre Aussagen gibt, die sich nicht beweisen lassen. Auch wenn man diese unbeweisbaren Aussagen als neue Axiome zu einem erweiterten mathematischen System hinzufügt, führt genau dieser Prozess zu neuen, unbeweisbar wahren Aussagen. Egal wie viele Axiome man hinzufügt, wird es immer unbeweisbar wahre Aussagen im System geben. Immer steht Gödel im Weg. Diese Erkenntnis erschütterte die Fundamente der Wissenschaft und zerstörte alle Träume, eines Tages sämtliche mathematischen Behauptungen beweisen oder widerlegen zu können. Während die meisten Mathematiker diese neue Realität akzeptierten, sträubten sich einige dagegen. Andere versuchten, das gerade entdeckte Loch im Herzen ihres Fachgebiets zu ignorieren. Aber als sich immer mehr klassische Probleme als unbeweisbar wahr herausstellten, begannen manche, um die Vollendung ihres Lebenswerkes zu bangen. Dennoch öffnete Gödels Theorem ebenso viele Türen, wie es schloss. Das Wissen um unbeweisbar wahre Aussagen inspirierte wichtige Innovationen bei den ersten Computern. Und heute widmen manche Mathematiker sogar ihre Karriere der Identifizierung beweisbar-unbeweisbarer Aussagen. Auch wenn Mathematiker einiges an Gewissheit verloren haben, können sie sich nun dank Gödel auf das Ungewisse im Herzen der Wahrheitssuche einlassen.
Du interessierst dich für die Geschichte der Mathematik? Dann sieh dir dieses Video an und erfahre, welche Zahlen man für so gefährlich hielt, dass sie verboten wurden. Oder entdecke in diesem Video die Geheimnisse und Muster des Pascalschen Dreiecks.